Ja, ich weiß ja nicht, habt ihr es vielleicht gelesen? Ja, vielleicht habt ihr es aber auch im Beromünster gehört. Ja, den haben sie es nämlich auch gebracht. Ja, aber wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen. Ja, wir haben ja einen Bär bei uns in der Schweiz in der Kahn. Weißt du? Ein richtiger Bär. Gut, der ist jetzt wieder gegangen. Aber er ist drinnen gesehen. Es hat gezählt. Gut, der richtige Schweizer, natürlich gesehen, bist du es nicht gesehen. Er ist ja ursprünglich, ist ja vom Südtirol hergekommen. Na, der Vorteil am Südtirol ist ja, der Jan kennt schon Deutsch. Ja, stell dir vor, der Viech wäre irgendwie von der Ukraine gekommen. Ja, oder vom Irak konnte. Oder noch viel schlimmer, irgendwie vom Gargo-Domizil hinten führen. Weil ja, da muss man schon sagen, nein, also Italiener. Weil Italiener hat man ja schon früher. Alle Leben gehen in den Lohn. Und sie haben sich ja auch noch ein bisschen anpassen. Für mich ist das aber in dem Punkt interessant, zum schauen, wie einfach dass das mal geht, mit dem man so eine Grenze übertritt. Ist nicht wahr? Hä? Schlazelt doch da so einen braunen, haarigen, verzettelten Südtiroler Brommel in den Tee. Ja, zuerst hat man noch eine Angst gehabt, sei der Reinhold Messner auf Vortragsreise. Und die ganze Schweiz hat gejubelt. Alle haben gejubelt. Weil man hätte ja schon gar in der ersten Hysterie, hätte man ja schon gar vorgeschlagen, dass man den Bär nächstes Jahr als Ehrengast am 1. August aufs Rütli einladen könnte. Ja, er hätte gar nicht schlecht gepasst da oben. Immerhin, braun wäre er ja schon. Nein, aber Spaß beiseite. Aber was ich nicht will sagen ist, dabei hat man ja gar nicht viel gewusst über den, sagen wir es wie es ist, illegalen Einwanderer. Hat man nicht viel gewusst. Und gerade aus einem typisch schweizerischen, aus einer humanitären Verantwortung heraus, stellen Sie doch im Fall von einer so einen Grenzübertritt ganz klare Fragen, wie zum Beispiel, was macht der Vater? Wie sind die familiären Verhältnisse? Ja, da hat man nicht viel gewusst. Außer dass man gewusst hat, dass die Südtiroler Bären vor ein paar Jahren mit slowenischen Bären gekreuzt worden sind. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was man sich davon erhofft hat. Immerhin hat er ja schon mal ein Kälbchen gerupft. Da hat wahrscheinlich der Slowen durchgedruckt. Weil eben so ein Cevapcic-Gring, gell? Weil eben anders ist doch die politische Vergangenheit. Stichwort Mussolini, Tito, wem mir das? Gell? Oder für den Fall, dass wieder einmal in sie reinkommt, muss man doch wissen, gibt es wirtschaftliche Gründe, dass er gekommen ist? Oder anders gefragt, wie lange will der Hure Sauaff noch bleiben? Ist es ein Saisonier? Ist es ein Schwarzarbeiter? Weißt, mit wem hat man es zu tun? Gut, in dem aktuellen Fall hat man jetzt mindestens einmal ausschliessen können, dass er wegen der Religion verfolgt worden ist. Ja, weil im Südtirol anders sind sie ja wie alle normalen Leute, auch katholisch. Nein, jetzt als reines Gedankenbeispiel. Wenn man jetzt einmal davon absieht, dass so ein Bär ein wildes Tier ist, dann handelt es sich ja einfach um einen Ausländer. Ja, mit einem kleinen Unterschied natürlich, dass Bären unter Naturschutz stehen. Schon 1904 noch nicht gesehen, wo es hier im Bündnerland über die letzte Bärin abgeschossen hat. Gell, ist hier noch anders gesehen, wo sie ja ausgerottet hat. Ist jetzt also seit dieser Ausrottung rund 100 Jahre gegangen, bis man den eigentlichen Wert von einem so Wesen erkannt hat. Jetzt nicht, dass ich falsch verstanden wäre. Das wäre mir nicht recht. Ausrottung und Ausländer in jedem Atemzug zu nennen, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen verfänglich. Das wäre ja nicht unbedingt nötig. Aber vielleicht sollte man einmal alle miteinander die Grenze rausstellen. Dann könnte man einmal 100 Jahre warten. Und dann wäre es ja auch noch früh genug, um eine Freude zu haben, wenn es dann allenfalls... Gerade jetzt auch für die Zukunft.
Man muss aus der Vergangenheit auch ein bisschen lernen. Gerade für die Zukunft. Dass es im Zusammenleben mit einem so allfällig neuen Bewohner kein Problem gibt, müssen ja auch gewisse Rahmenbedingungen stimmen. Weil nicht zuletzt gesetzlicher Natur, weil gesetzgeberischer Natur, da muss alles stimmen. Sagen wir jetzt, es kommt wieder einmal so ein Viech rein und verursacht irgendeinen Schaden. Irgendetwas. Sagen wir jetzt, er schießt den Förster in den Subaru rein. Gut, kommt darauf an, wenn er gefressen hat. Weil dann wird der Schaden von der öffentlichen Hand vergütet. Tatsache. Weil 80% von der Reinigungskosten übernimmt der Bund, 20% der Kanton. Ja, das ist jetzt einmal beruhigend. Gut, das sind jetzt auch noch relativ überschaubare Zahlen bei dieser kleinen Schiesserei, nicht wahr? Ja, die Kosten könnten natürlich aber rasant in die Höhe steigen, wenn er so viermal seine Fressgewohnheiten verändert. Ja, dann wird es kostspielig. Ja, wir wissen ja, Bären sind ja vor allem Pflanzenfresser. Sind ja an sich ausgesprochene Pflanzenfresser. Gell, der grabe jetzt einmal ein Wützeli aus, der legt jetzt einmal ein Bienenhäuschen, zehnmal nicht einen Schleck Honig. Ja, vielleicht zwicke jetzt einmal einen Laubfrosch abeinander oder nebis. Das liegt jetzt alles noch im Rahmen des Möglichen. Wenn sie jetzt aber immer so ein Viech durchdreht, wenn der anfängt zu spinnen und all die Botten so ein Kälbli verrupft oder ein Gäsli oder ein Schäfli oder nebis, dann wäre das doch ein klarer Fall von einem gestörten Jagdverhalten und dann müsste man ihn quasi aus Selbstschutz legal dürfen abschiessen. Zurück zum Mensch. Wenn ein Ausländer in einem Laden innen nicht bestellt, dann ist das ja eine Art auch eine Form von einem gestörten Kaufverhalten. Und dann müsste man halt auch ein bisschen schiepfen, die Türen durchgreifen. Ja, man müsste ja nicht direkt gerade abschiessen, sonst wäre natürlich übers Ziel ausgeschossen, gell? Gell, aber vielleicht würde es helfen, wenn man als flankierende Massnahme jemanden, wenn man mal wohnt, eben so eine Ladung Gummischrott an der Nase zwicken. Gell, wenn es nicht merkt, könnte man noch mit dem Seiltreiben durch den Laden durchreichen. Ja, das braucht man schon her. Gell? Man müsste uns halt auch einfach machen lassen. Ja, ich will ja gar nichts ins Blause behaupten, das ist nicht meine Art. Gell? Es mag jetzt ein Zufall sein, dass der Bär genau dann in die Schweiz hineingekommen ist, wenn man zum Beispiel St. Gallen, vielleicht habt ihr es gesehen, St. Gallen und Zürich, haben sie da einen angemalten Plastikbären in der Strasse hinein gehabt. Gell? Da muss es jetzt nicht unbedingt einen Zusammenhang geben. Wäre aber möglich. Und wenn ja, dann Gnade uns Gott. Gell, man stelle sich einmal folgendes Szenario vor. Nach dem klaren Ja zu der Personenfreizügigkeit stellt mir die Schweizer Städte innen von lauter Freude Plastikfiguren von arbeitslosen Polen und irgendwie prostituierte Rumänierinnen in die Strasse hinein. Dann wäre es dann lüpfig, gell? Ja, man sollte doch die Bärengeschichte einfach nicht zu laut in die Welt raus in Paralaken, da jossen Hänzli mich auch Ohren im Grindien. Weil es würde mich gar nicht wundern, wenn in nächster Zeit Kostümverleih im Ostblock florieren und als Bären tarnte die Ostlinde über die grüne Grenze in die Schweiz hineinkrabbelt. Aufgepasst, gell? Ja, das wäre dann für gewisse Kreise, wäre das denn der Anfang von der sogenannten unkontrollierten Ostzuwanderung. Und aus Tierschutzgründen darf man konsequenterweise nicht mehr gerade von Personenfreizügigkeit schwätzen, sondern halt eben auch von Bärsonenfreizügigkeit.